Weltkulturerbe Salzburg. Jahrhunderte hindurch Sinnbild von Kunst und Wohlstand, Macht und Musik. Der Mozartstadt ist bis heute deutlich anzusehen, wie sich seit dem Mittelalter politische Macht und wirtschaftliche Prosperität zu schmücken verstanden. Doch diese glorreiche Geschichte ist in einem einzigartigen Mineral begründet. Vor fast 3000 Jahren begannen die Menschen, es aus den tiefen Schichten des Halleiner Dürnberg zu schürfen. Zunächst waren es Bronzewerkzeuge, mit denen die Bergleute die Stollen vorantrieben. Später Presslufthämmer. Die Verbindung zwischen dem begehrten Mineral und Salzburgs glänzender Geschichte ist ein mächtiger Strom. Die Salzach. Sie machte Salzburg zu einem Zentrum des Handels mit dem wertvollen Kristall. In den Städten Europas war für Salz derselbe Preis zu erzielen wie für pures Gold. Die Salzach lag als Transportweg ideal. Schiffe, tonnenschwer mit dem weißen Gold beladen, konnten stromabwärts treiben. Auf dem Landweg nach Süden übernahmen die wertvolle Fracht die Säumer, Spediteure und Zwischenhändler zugleich. Bullige Pferde schleppten das Salz über die Pässe der hohen Tauern. Nicht von ungefähr bedeutet das althergebrachte Wort Tauern Übergänge. Rings um den Großvenediger liegt der Ursprung der bedeutendsten Wasserwege der Region. Hier im Nationalpark Hohe Tauern befinden sich die größten Gletscher der Ostalpen. Die Eisströme sind die prägende Kraft dieser Landschaft, schufen weite Täler, scharfe Kanten und funkelnde Juwele wie den Krimmler Eissee. Die Gletscher bilden gigantische Wasserspeicher. Durch ihre Tore werden ungezählte Bäche gespeist. Die wichtigsten Quellen im Einzugsgebiet der Salzach. Auf dem Weg ins Tal durchqueren die Bäche und Wasserfälle eine wunderbar entrückte Welt. Die Belle Etage Europas. Nur wenige Adlerschwünge entfernt, nördlich der Hohen Tauern, liegt der Ursprung der Lebensader Salzburgs. An den Nordhängen des Salzachgeiers entspringt der Fluss. Zu Anfang verliert er sich fast in einem Labyrinth von Bergseen, sumpfigen Mooren und feuchten Almwiesen. Die Krimmler Ache ist sein geheimer Ursprung. Erst diese zusätzlichen Wassermengen machen die Salzach zum Fluss. Durch das Krimmler Tal meandriert er einem gigantischen Naturschauspiel entgegen. Die Krimmler Wasserfälle sind die bedeutendsten Europas. Thank you.
Die Erosionskraft des Wassers hat eine mächtige Kluft durch die Kalkalpen geschnitten. Bei den Salzachöfen verengt sich der Fluss und erhöht seine Geschwindigkeit. Das Wasser schäumt und tost durch enge Schluchten der Nebenflüsse, wie in der Kitzlochklamm und Lichtensteinklamm. Wer sich in diese rasenden Wildwasser stürzt, muss keineswegs lebensmüde sein. Nur eine Wasseramsel. Die Vögel tauchen zum Grund reißender Bergbäche, um von dort Insektenlarven, Kleinkrebse und Schnecken zu bergen. Wenig Respekt vor Strudeln und Stromschnellen zeigen auch die Bachforellen, die mit enormen Fließgeschwindigkeiten leben können. Das heftige Zittern der männlichen Bachforellen ist ein deutliches Zeichen, dass ein entscheidender Moment bevorsteht. Das Weibchen entlässt eine Ladung Eier in die frisch gegrabene Grube. Unverzüglich wird der Laich befruchtet. Bis zu 6 Wochen dauert es im kalten Wasser, ehe die Larven schlüpfen. Um im Maul einer Koppe zu landen, braucht es hingegen nur einen Sekundenbruchteil. Zum Schutz vor solchen räuberischen Überfällen wählen die Kolkraben einen exponierteren Standort für ihr Nest. Folgt man dem Verlauf des Salzachtales, werden einzigartige Einsichten in das Innenleben der Berge möglich. Hinter dem Portal der Eisriesenwelt erstreckt sich die größte Eishöhle der Erde. Fast 1 Kilometer in den Berg hinein führt der Weg durch gespenstische Hallen, Dome und Paläste aus Eis. Selbst in gefrorenem Zustand verliert das Wasser nie seine elementare Eigenschaft. Es fließt. Die Fließbewegungen der Salzach transportieren auch den Stoff, aus dem dynamische Lebensräume gemacht sind. Flussregenpfeifer brüten direkt auf dem rohen Material, das die Erosion weiter oben abgesprengt und weggeschliffen hat. Das ungeübte Auge würde die Eier niemals entdecken, die zwischen dem Schotter versteckt sind. Selbst der Iltis hätte Mühe, das Gelege auszuspähen.
Lebensräume wie die Schotterbänke des Salzach-Nebenflusses Taugel sind sehr selten und überaus verletzlich. Was sie so schützenswert macht, wird erst auf den zweiten Blick sichtbar. Eine hochspezialisierte Insektenwelt lebt auf den heiß trockenen Geröllinseln. Die blauflügelige Ödlandheuschrecke gehört zu den rarsten Heuschreckenarten Österreichs. Der Kiesbankgrashüpfer ist sogar noch seltener. Der wilde Fluss schiebt ständig Material mit sich, häuft es zu Inseln und Bänken auf, die bald wieder weggerissen werden. Das Flussbett entlang rollen Steine in jeder Dimension. Die Eschen betten ihren Laich allerdings nur auf Schotter mit ganz bestimmter Korngröße. Fische, die hier leben, müssen sich ständig gegen die Gewalt des Flusses stemmen. Die Nasen nahmen es früher sogar auf sich, den ganzen Weg vom Unterlauf der Salzach zu den Schotterbänken flussaufwärts zu ziehen. Auch die Huchen schwimmen gegen den Strom des reißenden Wassers. Sie sind die stattlichsten Vertreter der Lachsverwandtschaft in Salzburg. Flussaufwärts in den Feuchtgebieten des Pirtendorfer Talbodens geht es stiller zu. Wo einstmals die Salzach zahllose Mäander und Verzweigungen des Flusses flutete, speisen jetzt stehende Altarme, eine üppige Ufervegetation. Doch die Ruhe ist trügerisch. Frösche und Ringelnattern haben etwas gemeinsam. Sie machen das Uferdickicht zu einem gefährlichen Ort. An der unteren Salzach im Grenzgebiet zu Bayern hat sich eines der wertvollsten Augebiete Österreichs erhalten. Der artenreichste Lebensraum Salzburgs. Die Vielfalt eines Dschungels, aber mit heimischem Flair. Ein Dickicht aus Schneeglöckchen. Hier durchwühlen Wildschweinrotten den lockeren Waldboden. Die Anwesenheit des Grünspechts ist ebenfalls ein untrügliches Zeichen für naturbelassene Waldlebensräume. Er baut Höhlen im morschen Stamm, während der Pirol hoch in den Kronen Hängenester konstruiert. Und auch ein ehemals ausgerotteter Bewohner ist in den Auwald zurückgekehrt. Mit ihrem unermüdlichen Treiben schaffen die Biber Lichtungen, Platz für frische Vegetation und zusätzliche Entfaltungsmöglichkeiten für kleine Säugetiere, Vögel, Fische und Insekten. Ihre Burgen sind sichtbare Zeichen urtümlicher Flusslandschaften. Sogar das fliegende Juwel, der rare Eisvogel, brütet in den Auen der Salzach und versorgt sich und seine Jungen mit dem,
was der Fluss so reichlich anzubieten hat. Bei ihrer Mündung nach 226 Kilometern Flussstrecke verliert sich die Salzach schließlich im Stausee des Inn. Hier wird weit, was in den hohen Tauern als schmaler Bergbach begonnen hat. Die Salzach verbindet sie alle. Den größten Nationalpark der Alpen, die spektakulärsten Wasserfälle Europas, die mächtigste Eishöhle der Welt und eine Kulturstadt von Weltruhm. Ein Fluss, der eine Wunderwelt durchquert.